Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wie mir und einigen von euch vielleicht auch bewusst ist, schulde ich euch noch einen Reisebericht vom West Highland Way, auf dem ich gewesen bin Anfang April im Prinzip. Und den kriegt ihr jetzt. Das Ganze wird so ablaufen, dass ich versuche, das einfach als One-Take aufzunehmen. Mehr oder weniger, dass ich halt einfach so zwischendurch mal hin und wieder die Position ein bisschen wechsle, damit das nicht ganz so langweilig aussieht. Und das wenige Bildmaterial, das ich habe, klatsche ich dann immer mal wieder so zwischen rein. So ähnlich wie das auch beim Lotharfahrt Teil 2 aussieht. Und daran könnt ihr euch überhaupt relativ gut mal gewöhnen. Das werde ich noch häufiger so machen. Kurz zur Erklärung, ich habe wenig Bildmaterial, weil das Wetter so unglaublich mies war, dass ich kaum filmen konnte. Am ersten Tag hatten wir mal ganz gutes Wetter, das ging eigentlich, aber da wollte ich noch nicht filmen, weil ich auch noch so sehr beschäftigt war mit meiner Mitreisenden. Unterhalten, quatschen, die Landschaft genießen, ich hoffe, ihr seht es mir nach, da hatte ich einfach keine großartige Lust, jetzt noch wahnsinnig viel zu filmen. Auch die kurze Zeit, die dann mal gutes Wetter war, da hatte ich dann auch nicht so wahnsinns Lust zu filmen, weil gerade der Tag, der gutes Wetter war, so eine Mörderetappe gewesen ist, für die ich mehr oder weniger alle Kraft gebraucht habe und dann war einfach nicht mehr so viel Lust und Motivation übrig, dann auch wieder groß zu filmen. Also es war dann immer irgendwas, was mich davon abgehalten hat, vernünftig was Material auf die Kamera zu bringen. Daher, ja, wie gesagt, seht es mir bitte nach. Das bisschen, was da ist, packe ich euch in irgendeiner Form rein. Ich mache das jetzt so mehr oder weniger ungefähr zum Tag passend. Also wundert euch nicht, wenn ich dann teilweise in den kleinen Clips auch noch mal ein bisschen was erzähle. Ich kriege das jetzt irgendwie nicht besser auf die Reihe, sonst müsste ich jetzt mit dem Computer hocken und gucken, während ich erzähle, was ich dann da jetzt am besten als Clip einfüge. Das mache ich dann nachher in der Bearbeitung. Das ist jetzt auch wirklich nur für die Hardcore-Leute, die wirklich wissen wollen, wie es da gewesen ist. Ich glaube auch nicht, dass dieses Video jetzt viele Aufrufe oder viele Daumen nach oben oder sonst was erhält, weil es nämlich ewig lang werden wird. Aber ja, einfach damit ihr mal was gehört habt, wie es gewesen ist. Gut, und dann fangen wir auch an, und zwar mit der Anreise. Wir sind mit dem Bus hochgefahren. Wir sind mit der Bahn nach Köln erstmal aus dem Badnerland kommend. Und mit Köln, von Köln aus weiter mit megabus.com nach Glasgow. Da gibt es mehr oder weniger eine einmal umsteigen Verbindung in London. Und kostet im Idealfall 40 Euro pro Weg. Also 80 Euro hin und zurück. Das ist ja nun wirklich sehr günstig, würde ich sagen. Nach Glasgow dauert ab Köln 20 Stunden. So ungefähr. Hängt so ein bisschen von der genauen Busverbindung ab. Von Glasgow aus muss man, um dann zum West Highland Way zu kommen, dann noch mal ein kleines bisschen weiter, weil der noch in so einem Vorort von Glasgow nördlich gelegen beginnt. Und besagter Vorort nennt sich Milgay oder Milgay. Ich bin mir jetzt nicht genau ganz sicher, wird Millengay wie geschrieben und so habe ich es früher auch immer genannt. Und jetzt dank der netten Durchsage im Zug weiß ich jetzt, dass dieser Ort Milgay ausgesprochen wird. Wieder was dazugelernt. Ja, Anreise geht halt eben entsprechend lange. Nach Köln fahren ging lange, Busfahrt ging lange. Wir haben unterwegs alles Mögliche gefuttert, haben in London einen kleinen Zwischenstopp gemacht, auch alles Mögliche gefuttert und haben es aber erstaunlich gut überstanden. Ich habe solche Touren mit dem Bus anreisen schon eigentlich fast immer gemacht. Es ist ganz selten, dass ich mal geflogen bin, wenn ich irgendwie in den Norden bin, sei es Schottland oder Skandinavien. Das sind so meine Lieblingsurlaubsländer. Da bin ich meistens, es wird dem einen oder anderen von euch bestimmt sehr ähnlich gehen, der Schottland- und Skandinavien-Virus ist ja weit verbreitet. Ich bin meistens, wie gesagt, mit irgendwelchen langsamen öffentlichen Verkehrsmitteln hochgefahren, weil mir das Fliegen immer vom CO2-Ausstoß her so ein bisschen... Und der andere Vorteil ist, wenn man so hoch fährt, hat man einfach mehr ein Gefühl dafür, wie weit man überhaupt weg ist. Dann weiß man das mehr zu würdigen, welche Entfernung man da zurückgelegt hat, wenn man quasi die gesamte Strecke aus vom Fenster beobachten konnte, wie man da entlang gefahren ist mit, wenn es mal gut läuft, 80 km/h und das dann halt eben ein paar tausend Kilometer. Da ist man dann halt eben ein Weilchen unterwegs, je nachdem, wo man hin will. Lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir an Tag 1 bzw. Tag 0, denn wir sind abends angekommen in besagtem Milgay. Der Wetterbericht hatte gesagt, dass es in Strömen regnen wird. Als wir in Glasgow waren, so ungefähr eine Stunde vorher, hat es aber überhaupt nicht geregnet. Wir haben uns schon gefreut, aha, schottischer Wetterbericht,
kannst du vergessen, hör nicht drauf, stimmt eh nie. Das sagen die Schotten selbst ja auch. Hat uns dann später jemand im Fish and Chips Restaurant erzählt, dass man den schottischen Wetterbericht auf keinen Fall trauen darf. Jedenfalls haben wir uns dann gefreut. Und kaum waren wir eben in Millgay angekommen und am Bahnhof ausgestiegen mit dem kleinen Zügel, das uns dahin gebracht hat, hat es dann auch schon losgelegt mit entsprechend, ja, sagen wir mal, ergiebigem Landregen. Hätte auf jeden Fall gereicht, um einen ohne Regenklamotten relativ schnell ziemlich sehr durchzuweichen. Also komplett in 3-4 Minuten oder was wären wir da durch gewesen. Deshalb mussten wir erstmal unseren Rucksackinhalt in eine vernünftige Tourform umpacken. Bei mir ging es zwar schon, aber meine liebe Mitreisende hatte noch Probleme mit ihrem neuen Schlafsack, der ein etwas größeres Volumen hatte, weil ich ihr einen sehr warmen Schlafsack, ich glaube einen Lamina, ich verlinke es euch. Grundsätzlich so Ausrüstungsdinge, da schreibe ich kurz unten hin, wie das heißt, und das könnt ihr dann selber googeln. Nur, dass ihr dann ungefähr wisst, worum es geht. Es soll ja nicht um die Ausrüstung gehen, sondern um die Tour an sich. Jedenfalls hatte ich ihr den aufgequatscht, weil ich wusste, dass sie relativ schnell friert. Und da war dann ein warmer Schlafsack Pflicht, weil wir wussten, dass es wahrscheinlich durchaus mal kalt werden könnte unterwegs. Und nass sind wir auch von ausgegangen. Naja, den hat sie nicht so ganz komprimiert bekommen, also musste ich dann noch mal ein bisschen helfen, den besagten Schlafsack in das Schlafsackfach auch reinzubekommen. Weil sie der Meinung war, man sollte einen Schlafsack rollen und nicht stopfen. Und wenn man einen Schlafsack rollt und nicht stopft, dann nimmt er einfach viel mehr Volumen ein, als wenn man ihn stopft. Merkt's euch, ist ganz wichtig. Also Schlafsack niemals rollen, sondern immer stopfen. Außerdem verhindert Stopfen, dass sich irgendwelche Sollbruchstellen bilden, weil wenn man ihn rollt, wird er immer an der gleichen Stelle geknickt. Und angeblich kann das dazu führen, dass er an der Stelle dann irgendwann mal das Material ein bisschen porös, brüchig oder sonst was wird. Wie das genau funktionieren soll, keine Ahnung, das habe ich nur gehört, das ist ein Gerücht. Ja, der ganze Packvorgang hat sich ein bisschen hingezogen und irgendwann haben wir es dann auch geschafft, endlich aufzubrechen. Der Plan war, dass wir in die Nacht noch so 5, 6, 7, 8 Kilometer bis zu 10 eigentlich in die Nacht reinlaufen, damit wir am nächsten Tag die eigentliche Etappe dann auch wirklich schaffen, weil die so riesig gewesen wäre, da wir ja nur 6 Tage für den ganzen Weg Zeit hatten, dass es sonst schwierig gewesen wäre, das Ding an einem Tag zu schaffen. Ja, das ging auch so etwa 2 Kilometer ganz gut. Auf dem 3. Kilometer hatten wir dann das Problem, dass bis dahin dann die öffentliche Straßenbeleuchtung, also Wegbeleuchtung, also die ersten Meter sind noch recht gut ausgebaut vom West Highland Trail, das ist schon Spaziergang durch einen Park, in Anführungszeichen. Ja, da war also alles noch gut ausgeleuchtet und dann war halt irgendwann das Ausgeleuchtet vorbei. Sie hatte ihre Stirnlampe erfolgreich vergessen, ich hatte meine zwar dabei, aber dann hat sich das Problem ergeben, dass ich mich darauf verlassen hatte, dass die Batterien, die man mir in die Hand gedrückt hatte beim Packen, ja, die sind voll, eben voll waren. Und das waren sie leider nicht. Dann musste ich also quasi, nachdem mir relativ klar uns relativ bald klar geworden ist, dass meine Lampe irgendwie komischerweise immer dunkler wird und immer dunkler und dann nach 5 Minuten oder sowas auch ausging, war relativ schnell klar, dass ich irgendwie meine Ersatzbatterien aus dem Rucksack kruscheln musste, im Dunkeln. Das war ein bisschen schwierig, habe sie dann tatsächlich irgendwann gefunden, habe die erste eingelegt. Es war wieder so, ungefähr 1 Minute ganz hell, 2. Minute, ach ja, so ein bisschen Lichtschimmer noch und dann war auch schon wieder vorbei. Das gleiche haben wir dann nochmal mit 2 anderen Batterien durchprobiert und die letzte dieser beiden zweiten Zusatzbatterien war dann Gott sei Dank auch eine, die tatsächlich noch ein bisschen Strom enthalten hat und damit konnte man dann auch ein wenig leuchten. Da wir dann keine Lust mehr hatten, weil dieser Stress mit den Batterien und Scheiße, wir sind im Dunkeln unterwegs und meine liebe Begleiterin hat halt auch nicht viel gesehen, weil sie so ein bisschen nachtblind ist und daher im Dunkeln wirklich überhaupt nichts sieht und ja, das war dann so ein bisschen spannend. Dann wussten wir ja auch nicht genau, wo wir zelten sollten. Dann hatten wir das nächste Problem, dass wir das Zelt, das hatte sie sich neu gekauft, weil sie ja ein eigenes Zelt mal haben wollte und da es ein bisschen größer ist als mein Akto, haben wir gesagt, nehmen wir ihr's. Ich blende euch auch da unten ein, wie es heißt. Und das Blöde war, das hatte sie so kurzfristig gekauft, dass es sogar noch quasi eingeschweißt, mit Etikettchen dranhängend und noch nicht dran geknoteten Zeltschnürchen und so weiter und so fort, wie direkt geliefert, verwendet werden sollte.
sodass wir quasi fast eine Stunde gebraucht haben, um dieses Zelt aufzubauen, nachdem ich noch nicht mal wusste, wie der Grundriss von dem Zelt theoretisch überhaupt aussehen soll. Dann im Dunkeln und bei Regen so ein schniegelnagelneues Zelt aufzubauen. Da musste man auch erstmal rausfinden, wo kommt jetzt überhaupt das Gestänge rein, wie rum kommt das Gestänge rein, wo müssen jetzt diese ganzen Schnüre dran, haben wir jetzt auch alle Ösen mit Schnüren versehen oder haben wir irgendwas übersehen, das war relativ spannend. Wir haben es dann irgendwann geschafft, doch noch einigermaßen ins Zelt reinzukommen. Das Zelt ist so eine Konstruktion, wo man normalerweise erst das Außenzelt aufbaut und das Innenzelt dann einhängt. Das war auch gut so, weil sonst wäre uns das Innenzelt schon derartig durchgeweicht gewesen, bis wir das ganze Ding da aufgebaut hatten. Das war sehr eine ungemütliche Nacht gewesen wäre. Es ging dann einigermaßen. Es hat natürlich ordentlich Tropfsteine. Ist da gerade irgendwas durchs Bild geflogen? Es hat natürlich ordentlich Kondenswasser gebildet. Das hatten wir überhaupt auf der ganzen Tour. Wir hatten immer relativ viel Kondenswasser in dem Zelt. Ein sehr kleines Zelt, wo gerade so zwei Personen reinpassen. Da lässt sich, wenn dann auch wirklich zwei Personen drin sind, ist eigentlich Kondenswasser ja vorprogrammiert. Es ging noch einigermaßen. Man hätte es vielleicht ein bisschen mehr in den Wind stellen können, das Zeltchen. Das wollten wir dann aber auch nicht, weil wir dann wieder Angst hatten, dass es zu viel Wind werden könnte. Also ja, aber im Großen und Ganzen war das echt ein cooles Zelt. Da waren wir auch wirklich sehr zufrieden mit, alle beide. Und ich glaube, sie bereut auch nicht, es gekauft zu haben. Haben dann halt entsprechend übernachtet, haben am nächsten Morgen festgestellt, oh, gerade ist das Wetter ein bisschen gut, haben zusammengepackt und sind dann entsprechend auch weiter. Zur ersten Etappe gibt es da nicht allzu viel zu sagen. Im Reiseführer steht, den verlinke ich euch übrigens auch mal hier unten, dann könnt ihr euch mal gucken, welchen ich da meine, der übrigens nicht so wahnsinnig toll ist. Er hilft schon weiter, aber ich habe schon deutlich bessere Reiseführer gesehen und wenn ich das Ding geschrieben hätte, wären mehr Details drin. ja, wir sind dann jedenfalls einfach mal los und wie gesagt, da gibt es nicht allzu viel zu sagen zu dem Tag, haben wir halt eben abgelaufen. Ursprünglich waren geplant tatsächlich irgendwie so um die 26, 27, 28 Kilometer zurückzulegen, da das arg heftig erschienen ist für den ersten Tag uns, wollten wir ja eigentlich am Tag vorher noch in die Nacht reinlaufen, um das halt eben abzukürzen. Das ging dann halt eben schief, weil nachts A, Wetter mies und B, hat es keinen Spaß gemacht, weil wir dann auch noch kein Licht hatten und das dann einfach zu blöde war. Der Zeltplatz, an dem wir gezeltet hatten, war übrigens besonders gut. Das hat die Sache auch nochmal versüßt, diesen Zeltplatz dann eben zu nehmen. Es hat sich dann auch relativ schnell herausgestellt, dass das auch richtig so war, weil wir dann keinen besseren Zeltplatz gefunden hatten auf den nächsten Kilometern. Also das wäre ein ziemlicher Krampf gewesen, dann da nochmal irgendwo verzweifelt nach einem Zeltplatz suchen zu müssen. Wäre wahrscheinlich schon irgendwie gegangen, aber im Dunkeln Zeltplatz suchen, ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt, ist begrenzt lustig. Und wenn es dann auch noch regnet, wie aus Eimern, ist auch begrenzt lustig. Aber gut, dafür geht man ja nach Schottland, weil man so unglaublich spaßige Dinge tun möchte. Ja, also sind wir das Ding halt regulär gelaufen bis Dwymon. Wer mag, kann sich auch mal hier ebenfalls hier unten kurz mal eingeblendet, mal so ungefähr den Streckenverlauf von West Highland Way reinziehen, damit er weiß, wovon ich spreche. Das ist so die reguläre erste Etappe, Milgavie zu Dwymon. Und dann kann man, wenn man möchte, theoretisch am ersten Tag eben auch noch weiter bis Balmaha. Das sind dann insgesamt, lasst mich nicht lügen, ich glaube fast 30 Kilometer. Und dann war halt noch das Problem, dass wir schon in der Hauptsaison in Anführungszeichen eigentlich unterwegs waren. Da war noch kein Mensch da, aber theoretisch war schon Hauptsaison und deshalb ist es eben verboten, am Ufer des Loch Lomond, an dem wir dann angekommen sind, sehr schönes Loch, ein Loch ist immer ein See in Schottland, zu übernachten, also wild zu zelten, wodurch wir quasi weiter mussten zu so einem Plätzchen, wo ich gedacht habe, da könnte man relativ gut nicht wild zelten, aber für einen ganz kleinen Obolus dann halt einfach auch auf so eine Art, so ein halber Campingplatz, also ohne großartige sanitäre Einrichtungen wie Dusche oder sonst was, aber man darf da zelten, es gibt einen Mülleimer und es gibt zumindest ein Klohäuschen. Und hätte eigentlich 5 Pfund gekostet, aber dummerweise war da dann niemand. Und ursprünglich war halt eben der Plan, wir laufen bis dahin. Und das war dann einfach nicht möglich, weil wir es am Tag eben vorher nicht so weit geschafft haben. Also haben wir von Dwymon bis Balmaha leider ein sehr schönes Teilstück, das war Silent Ways, abgekürzt, indem wir den Bus genommen haben. Ja. Das war so das erste Mal, dass wir ein bisschen gecheatet haben. Dann ging das Wetter natürlich auch, wurde das Wetter nicht unbedingt besser. Also bis dahin war es an diesem Tag eigentlich ganz gutes Wetter.
Dann wurde es aber wieder erheblich schlechter und als wir von Balmaha aus weiter nach Norden sind, am Ufer des Loch Lomond entlang, auch eine sehr schöne Etappe, besonders bei schlechtem Wetter, weil dann teilweise das Licht aufbricht und durch den Regen dann doch nochmal ein bisschen Sonne runterscheint, da zusätzlich noch so richtig schön starker Sturm aufkommt und die Wellen vom Loch ans Ufer peitschen und gleichzeitig regnet es, aber es scheint auch noch die Sonne, das ist so ein Magical Moment. Würde ich das dann immer gerne nennen. Also das war toll. Das war ein schönes Erlebnis. Es gibt auch noch so einen kleinen Hügel, den man besteigen kann, von dem aus man eine tolle Aussicht hat. Insgesamt also echt eine schöne Etappe. Keine besonderen Begebenheiten, außer dass wir dann kurz vor Schluss nochmal cheaten mussten, weil sich eben herausgestellt hat, dass dieser Zeltplatz da für die 5 Pfund, auf dem wir ursprünglich zelten wollten, einfach überhaupt nicht belegt war. Man hätte da wohl im Internet reservieren können, aber es gab da niemanden, der da irgendwie einem vor Ort irgendwelche Tickets verkauft hätte. Da war kein Mensch. Bis auf ein Auto, lustigerweise aus Hannover. Ja, auf der Erde, auf dem Mond, überall ein Deutscher wohnt. Besagte Hannoveraner kamen dann auch zu ihrem Auto zurück, als wir da gerade standen und verzweifelt waren, ob wir jetzt trotzdem zelten sollen, obwohl hier niemand ist, bei dem wir unsere 5 Pfund bezahlen können. Und dann hat sich diese Familie da angeboten, uns netterweise ein Stückchen mitzunehmen. Nach Rovardennan. Das ist so das nächste übliche Etappenziel bei der gemütlichen Etappeneinteilung, die wir ja nicht hatten. Haben uns dann dadurch ist quasi nochmal so 3 oder 4 Kilometer abgekürzt. Und die waren auch nötig, weil wir dann schon ziemlich fertig waren, als wir dann am Zeltplatz ankamen, den ich schon mal, als ich das schon mal auf dem West Highland Way war, man muss dazu sagen, ich bin ihn jetzt zum 4. Mal, also in Teilstrecken bin ich ihn schon 4 Mal gelaufen, komplett bin ich ihn jetzt zum 1. Mal gelaufen und fast komplett bin ich ihn 2 Mal davor gelaufen. Jedenfalls haben sie uns bis kurz vor den Zeltplatz gebracht, den ich dann zufällig noch kannte, weil ich einmal da schon mal verzweifelt nach Zeltplatz gesucht habe, weil das kurz quasi hinter dieser Restricted Area, in der man nicht wild zelten darf, vom Gelände her eigentlich nicht so aussieht, als ob man da irgendwo überhaupt einen Zeltplatz finden würde. Aber da ich ja schon mal da gesucht hatte, in völliger Verzweiflung und mit dem letzten Rest meiner Kräfte, wusste ich Gott sei Dank, wo ein Zeltplatz zu finden ist. Und als wir den dann aufgesucht hatten und da erfolgreich angekommen waren, haben wir auch gemütlich Zelt aufgebaut, gemütlich ganz tolle, leckere Dinge zu essen gemacht. Und sind dann auch relativ zeitnah schlafen gegangen und haben es halt wirklich geschafft, so mit Einbruch der Dunkelheit auch mit allem fertig zu sein. Ja. So war das. Also erster Tag war eigentlich schon cool, insbesondere durch diese interessanten Lichtstimmungen und derlei Späße. Zum Essen sollte man sagen, da meine liebe Begleiterin beim Militär tätig ist, hat sie so tolles Expeditionsfutter für Soldaten organisiert gehabt. War geschmacklich, ehrlich gesagt, richtig, richtig gut. Ihr kennt vielleicht diese Expeditionsessen in Tütenformen, in die man nur heißes Wasser reinkippt, das Ganze in der Tüte umrührt und dann im Prinzip aus der Tüte essen kann. Sowas hatten wir halt primär dabei. Das ist schon eine coole Sache. Hat auch wirklich erstaunlich gut geschmeckt und ja, so war das. So, und jetzt beim zweiten Tag habe ich dann auch endlich mal Bildmaterial. Nämlich, ich zeige es euch gleich mal, dann wisst ihr, wie es da ungefähr ausgesehen hat. Ja, herzlich willkommen in Schottland. Bin jetzt schon am zweiten Wandertag, beziehungsweise wir sind schon. Gestern war das Wetter zu kacke und ich war einfach nicht groß motiviert, großartig zu filmen. Schließlich Urlaub und Filmen ist Arbeit. Naja, mehr oder weniger. Da habt ihr jetzt eigentlich quasi die schönere Etappe verpasst. Heute ist relativ langweilig, es regnet auch ganz viel. Deshalb, ich habe ja gesagt, ich filme so viel wie möglich und wenn es regnet, ist es nicht möglich, weil meine Kamera nicht wasserdicht ist. Und Oh, da hinten sitzt ein Rotkehlchen. Mal gucken, ob wir es kriegen. Da ist es. Kann man doch ganz schön sehen. Aha. Also die gibt es hier auch. Überraschung. Ja, gestern war jedenfalls relativ heftig. So vom Wandern her. Wie man sieht, habe ich doch vergleichsweise wenig Gepäck. Normalerweise reicht das bis über den Kopf. Aber naja, man kann ja auch mal weniger schleppen. Ich habe ja meine Lasteselin dabei. Die schleppt dann den Rest. Und sie grinst.
Sie will nicht auf die Kamera, deshalb kriegt ihr sie nicht zu sehen. Und ja, wir sind jetzt hier am Loch Lomond. Ich zeige euch später auch mal die Karte, wo wir genau lang gelaufen sind. Heute ist eine kurze Etappe. Gestern mussten wir mehr latschen als erwartet. Haben aber auch ein kleines bisschen mit dem Bus gecheatet, weil es einfach echt nicht drin war und wir nur 6 Tage Zeit haben. Und das ist schon ziemlich mörderisch, den Westhandelway in 6 Tagen, wie das gehen soll, ist mir ein Rätsel. Und ja, dann erzähle ich wieder was beim nächsten Stopp. Jo, und dann sind wir halt einfach weiter. Da gibt es wirklich nicht allzu viel zu sagen, außer dass das eine wahnsinnig anstrengende Etappe ist, weil die Böden, der Weg insgesamt sehr steinig verläuft, dauernd an der Steilküste des Sees entlang, und dann hat man halt versucht, durch diese Steilküste hier irgendwie einen Weg zu schlagen. Man hat sich da viel Mühe gegeben und der Weg ist eigentlich im Prinzip mit viel Arbeit angelegt. Da gibt es dann zwischendurch mal Treppen, hier und da auch mal eine Holzleiter, auch mal eine kleine Holzbrücke. Aber insgesamt geht es wirklich durch eine sehr, sehr raue Landschaft, was sehr, sehr anstrengend ist, weil man dann von Fels zu Fels klettern darf und das mit schwerem Trekkingrucksack. Und als etwas kleinere Person, damit meine ich jetzt nicht mich, sondern meine Begleitung, ist das halt echt super anstrengend, dann da diese riesigen Felsstufen da hochsteigen zu müssen. Da hat sie schon ordentlich zu kämpfen gehabt. Ich im Übrigen auch, weil ich ja das ganze Ding völlig untrainiert gegangen bin. Das war so mein Hauptproblem, dass das so eine spontane Tour war, dass ich mich, normalerweise bereite ich mich ja immer ein bisschen vor, dass ich mindestens so 2-3 Wochen vorher also mal verstärkt joggen gehe und verstärkt einfach mal spazieren gehe. Und auch mal ein bisschen mit dem Rucksack rumrenne, beziehungsweise im kleinen Rucksack Hantelscheiben mit mir rumschleppe und so Späße. Habe ich diesmal halt überhaupt nicht gemacht und war völlig untrainiert. Und daher hat uns das so richtig schön geschlaucht. Dazu hat es den ganzen Tag wieder nur geregnet. Also es war ganz am Anfang, als wir morgens aufgebrochen sind zum Zelt abbauen. Da war es mal kurz eine Regenpause und danach hat es nur noch geregnet. Und Gott sei Dank sind wir dann am Ende des Tages, das wussten wir schon vorher, ins Doon Boofy gekommen. Ein Boofy ist eine schöne Sache in Schottland. Das sind so ganz einfache alte Häuser, die die Boofy Association ein bisschen hergerichtet hat. Also ein bisschen hergerichtet meint, die fallen nicht direkt auseinander. Viel mehr ist es auch nicht. Bei manchen Häusern ein bisschen besser, bei manchen ein bisschen weniger. Es gibt ein ganz kleines bisschen Einrichtung drin, vielleicht ein Wasserkessel, irgendeinen alten Topf. Da liegt auch mal eine Säge rum, wenn man sich ein bisschen Holz sägen möchte. Es gibt meistens einen Kamin. Holz ist nie vorrätig, da müsste man dann schon irgendwo im Wald welches holen. Das immer so ein bisschen schwierig ist, weil man nichts Lebendes absägen darf und alles, was an Totholz da rumliegt, schon lange, lange, lange von den vielen, vielen Wanderern vorher mal verbraucht worden ist. Und wenn es halt die ganze Zeit nur regnet, dann findet man auch wirklich nichts Trockenes mehr. Also in Schottland, selbst ein Kai Sackmann findet da kein trockenes Holz. ist echt aussichtslos. Daher mussten wir halt uns da ohne Holz begnügen. Haben dann im Laufe des Abends auch noch Besuch bekommen in diesen Boofies, weil da eigentlich im Prinzip immer mehrere Leute rein dürfen. Und jeder, der ankommt, hat willkommen zu sein. Das steht auch so im Boofy-Code. Haben wir dann noch Besuch bekommen von einer Lehrerin und einem Sozialpädagogen und haben uns da noch einen gemütlichen Abend mit ein bisschen fröhlichen Informationsaustausch gemacht. Das war eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Leider war man halt über Tag über doch so nass geworden, dass die Motivation ein wenig gesunken ist, mit den nassen Klamotten dann am nächsten Tag die nassen Klamotten wieder anzuziehen und weiterzulaufen. Ich hatte noch genug Wechselsachen dabei, weil ich mir relativ viel Luxusgepäck gegönnt habe, also sprich einen zusätzlichen Satz Kleidung. Und das ist schon ziemlicher Luxus, weil man sich dann wirklich relativ lange, wenn man nass wird, über Tag, wenn man läuft, ist das ja egal. Und wenn man abends dann wieder was Trockenes anziehen kann und am nächsten Morgen auch wieder was Trockenes hat, um loszulaufen, schon schön. Leider war das bei meiner Mitreisende dann nicht mehr so, die war dann entsprechend gefroren auf den ersten Metern. Aber am dritten Tage und auf der Etappe vor Tyndrum wird es am West Highlandway halt auch nochmal deutlich schöner. Man verlässt dann langsam das Loch Lomond. Da ist es auch schön, aber halt eben noch nicht so dieses Schottland-Feeling, was man eigentlich haben möchte. Und dazu gibt es jetzt auch wieder ein paar Bildaufnahmen. Schön. Ja, das war gut. Hast recht, da sollte ich echt mal filmen zwischendurch.
Jawohl. Und ja, dann sind wir entsprechend eben wieder weiter. Wetter war dann so durchwachsen, die meiste Zeit hat es wirklich geregnet. Ganz ab und zu gab es halt mal eben so schön Wetterpausen, wo ich dann auch das ein oder andere Mal gefilmt habe. Beziehungsweise, das habt ihr ja jetzt schon gesehen, das bisschen, was ich da gefilmt habe. Wir wollten dann theoretisch mal gucken, ob wir es bis Tyndrum schaffen. Bis Tyndrum wären es aber, ich weiß jetzt die Kilometer nicht mehr genau auswendig, aber wir wären bestimmt 10 Stunden unterwegs gewesen. Und als wir dann erfolgreich irgendwann mal so 6 oder 7 Stunden unterwegs waren und an Crian Lawich vorbeigekommen sind, mittlerweile weiß ich echt, wie man diese Orte ausspricht. Das habe ich erst dieses Mal gelernt, weil ich echt mal darauf geachtet habe, beim Zurückfahren im Zykle dann auch mal wieder auf die Ansage zu hören, wie die Ansage die entsprechenden Orte ausspricht. Und daher weiß ich das jetzt neuerdings. Ja, da haben wir dann beschlossen, dass wir da aussteigen und den Bus nehmen bis eben in den nächsten Ort Tyndrum und haben uns damit dann nochmal so ungefähr 3 Stunden Weg gespart, die wahrscheinlich auch ganz schön gewesen wären, aber jetzt auch nichts unglaublich Neues. Auf der Etappe war das Lustige, dass jemand vergessen hatte, ein Tor zuzumachen. Normalerweise steht auf jedem Tor, please close the gate. Eigentlich fast auf jedem Tor. Wir haben aber ein Tor unterwegs gefunden, auf dem das nicht drauf stand. Und was war? Das Tor stand auf. Und wer ist deshalb auf den West Highland Way ausgebüxt und hatte einen wahnsinnigen Spaß dran, den West Highland Way zuzuscheißen? Gefühlt die Hälfte der Rinder Schottlands. Was heißt, dass wir tatsächlich, und das ist keine Übertreibung, durch knöchelhoch Scheiße gewartet sind, weil die derartig den Weg zugeschissen hatten in einem riesen Umkreis, dass man noch nicht mal mehr drum rum gehen konnte. Das war schon ein Erlebnis. Also zumal ich ja meine Stöckchen dabei hatte und dann vorgegangen bin, um zu testen, wo denn die Scheiße nicht allzu tief ist. Da muss man jetzt auch wieder feststellen, ich will ja nicht groß auf Ausrüstung eingehen, aber für Schottland sind Gore-Tex-Schuhe eigentlich Pflicht. Mit Lederschuhen, naja gut, man kann sie täglich nachwachsen, aber man kriegt irgendwann nasse Füße. Also definitiv und insbesondere wenn es sich um mehr Scheiße als Wasser handelt, was einem da in den Schuh läuft. Und es ist nicht so schön. Das ist auch nicht wirklich so hygienisch und das ist auch bei den Blasen nicht unbedingt gut, wenn man die in einem schönen Emulsion aus Kuhscheiße und Matsch badet. Ach, das ist wirklich wahrscheinlich nicht so ganz optimal. Naja, egal, so war es halt trotzdem. Später sind wir sogar noch an der Kuhherde vorbeigekommen, die, also ich gehe mal davon aus, dass die das waren, für das Massaker da verantwortlich war und haben auch Hallo gesagt. Und das Witzige war, der Bereich neben dem Weg, die eigentliche Weide in Anführungszeichen, da war alles schön sauber. Zum Scheißen sind sie immer auf den Westhallenweg gegangen. Sehr lustig. Ja, jedenfalls in Crian Lawich sind wir ausgestiegen. Crian Lawich, Entschuldigung. Und haben halt den Bus nach Tyndrum genommen. Wir waren uns nicht ganz sicher, ob der Bus kommt, weil ich leider verpennt hatte, mir aufzuschreiben, wann genau der Bus denn eigentlich fährt. Sondern nur grob wusste, okay, so irgendwie circa 16:30. Ja, das hat zwar auch gestimmt, aber leider haben wir kein Bushaltestellenschild zu anfangs gefunden, auf dem das auch drauf gestanden wäre. Wussten daher auch nicht genau, wo wir hinstehen müssen. Und dann war die Frage, existiert dieser Bus überhaupt? Aber kurz vor 16:30 tauchte dann ein Einheimischer auf, der sich auch dahingestellt hat, wo wir standen, wo ich vermutet hatte, dass der Bus fahren könnte. Und hat uns dann aufgeklärt, dass dieser Bus sehr wohl existiert und er auch gedenkt, diesen zu nehmen. Der hatte dann noch 40 Minuten Verspätung. Der Schotte hat gemeint, das wäre wohl ungewöhnlich. Naja,
groß gestört hat es ihn aber nicht. Der stand da halt im Regen und hat sich gedacht, naja, ich habe ja Zeit. Wir standen dann halt eben auch im Regen und haben uns gedacht, uns ist kalt, weil wir schon den ganzen Tag eben im Regen unterwegs waren. Und wenn man dann halt nass ist und dann stehen bleibt und nicht großartig rumläuft, dann wird es richtig schön kalt. Das Gute ist, dann sind wir also in Tyneturm angekommen mit ein wenig Busunterstützung und haben dann halt zum dritten Mal gecheatet. Das waren unsere drei Cheater. Einmal Bus Dryman Balmaha, einmal den Hannoveraner, der uns dann halt noch eben 3 Kilometer bis nach Woerden gefahren hat. Und dann zum dritten Mal eben das Stückchen Kuanlauich und Tyneturm. Und ja. Das musste sein, dass wir sind schon wirklich genug gelaufen. Also wir waren keinen Tag, bis auf einen, dazu komme ich aber noch, waren wir keinen Tag kürzer als 7 Stunden unterwegs mit schwerem Gepäck. Und dann ist das, glaube ich, schon legitim, wenn man mal ein ganz kleines bisschen cheatet. Kann man jetzt sagen, okay, war ich, ah ja, die haben gecheatet. Aber das Wetter war auch wirklich scheiße, das drückt dann aufs Gemüt. Und das Doofe ist, ich wusste leider, dass es in Tyneturm eine der großartigsten Fish and Chips Buden Großbritanniens gibt. In der wir dann, nachdem wir auf dem Campingplatz eine kleine Hütte bezogen haben, ja, eine Hütte, es hat so lange geregnet und wir waren so nass, also insbesondere die Ausrüstung meiner Mitreisenden, die ja nicht den Luxus hatte, noch einen zusätzlichen Satz Klamotten zu haben, war ziemlich durch und deshalb haben wir uns da so eine kleine Hütte genommen, eine sogenannte Backpackers Hut. Und da drin kann man richtig schön aufheizen, dann wird da saunaartige Temperaturen, alles was man an Klamotten da irgendwie aufhängt, ist innerhalb kürzester Zeit trocken. Das heißt, wir haben unsere komplette Ausrüstung inklusive die leicht angefeuchteten Schlafsäcke, war noch nicht schlimm, aber wäre noch schlimm gewesen, wenn die weiterhin immer nass geworden wären, ohne jemals trocknen zu können, weil es halt wirklich immer nur geregnet hat. Haben wir da halt aufgehängt. Und haben uns des Lebens gefreut, weil unsere Sachen dann einigermaßen gut am Trocknen waren und sind im besagtes Fish and Chips Restaurant und haben ein hervorragendes Mahl aus Fish and Chips. Sehr hochwertiger Fisch. Ich habe allerdings nicht rausgefunden, was genau für ein Fisch das ist. Hieß Haddock. Bisher war ich zu faul, mal zu ergoogeln, was ein Haddock eigentlich ist. Hat jedenfalls hervorragend geschmeckt. Das ist wirklich ein sehr, sehr leckeres und super hochwertiger Fish and Chips, der auch so viel kostet wie bei uns ein gehobenes Mittelklasse-Restaurant essen. Also das ist schon jetzt nicht irgendwie Currywurstbude-Niveau. Dazu gab es so einen komischen Erbsenbrei, der im Prinzip einfach nur aus gestampften Erbsen besteht, völlig ungewürzt. Ihr hat es geschmeckt. Ich fand das etwas gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Hab da noch ein bisschen Salz dran gekippt. Dann konnte man es essen, aber Survival Food. Dazu gab es aus irgendwelchen Gründen dann noch ein Brötchen mit frischer, super toller schottischer Highland-Butter beschmiert. Und Tartarsoße. Das ist im Prinzip die Alternative zur Remouladensoße. Sieht so ähnlich aus, schmeckt so ein bisschen so ähnlich. Wo die genauen Unterschiede liegen, kann ich euch nicht sagen. Bin ja kein Koch. Ja, das war lecker. Entsprechend haben wir uns dann nochmal gemütlich in unsere Hütte zurückgezogen, die dortigen Saunatemperaturen genossen und eine sehr warme, dann schon wieder zu warme Nacht verbracht. In deren Verlauf uns dann irgendwann so warm wurde, dass wir das Fenster wieder aufmachen mussten, die Heizung ein wenig abgedreht haben, dann wurde es wieder zu kalt, dann musste ich nochmal aufstehen, das Fenster zumachen und die Heizung wieder anmachen. Und so gesehen war es dann doch keine so tolle Nacht, aber immerhin konnten wir dann am nächsten Morgen so richtig schön trocken zusammenpacken und haben einen kleinen Schreck gekriegt, als wir dann die Tür unserer Hütte aufgemacht hatten, weil draußen war plötzlich alles weiß. Wir
Wir befinden uns also jetzt am vierten Tag und hatten das Problem, dann schon mal erstmal im Schneesturm zu starten. Das ging so lange gut, solange wir noch in Tyndrum waren. Tyndrum ist übrigens ein winziger Ort. Also wenn man da mal maximal 500 Meter zurückgelegt hat, hat man den Ort definitiv in jeder Richtung durchquert. Weil wir da noch im Supermarkt waren, um unsere Vorräte ein wenig aufzufrischen mit so ein paar diese Instant-Nudeln, auf die man nur heißes Wasser draufgeben muss, diese Asianudeln mit diesem Würzbeutelchen, was man da noch drauf gibt, die der Saki auch immer so gerne futtert. Davon haben wir auch jede Menge mitgenommen und haben uns da halt eben unseren Vorrat wieder aufgefüllt. Jeder hat sich nochmal ein Sandwich oder eine Baked Roll with Sausage and Egg oder sonst was gekauft und da standen wir draußen schmausend. Da kamen vorbei zwei Anfänger. Also das meine ich jetzt überhaupt nicht abwertend. Jeder muss mal Anfänger sein, aber man hat relativ gut erkannt, dass es sich um Anfänger handelt, weil sie nämlich keine Regenklamotten hatten, also keine Hightech, super tollen Gore-Tex, schieß mich tot Regenklamotten oder zumindest eine normale Regenjacke von irgendeiner namhaften Firma mit einer schönen Beschichtung, silikonbeschichtet oder solche Späße, die auch ordentlich was abhält, solange sie zumindest noch einigermaßen neu ist. Sowas hatten sie auch nicht. Nein, sie hatten komplett gebrauchte Militärausrüstung. Jetzt nichts gegen gebrauchte Militärausrüstung. Ich habe selber einiges davon in Verwendung. Aber ja, das ist dann halt doch so eine Sache, wenn man versucht, mit dem Zeug nach Schottland zu gehen im Frühling. Im Frühling in Schottland, no, da kommt es halt schon mal vor, dass der Winter nochmal wiederkommt. Und das hat man eben schön an diesem besagten Schneesturm gemerkt. Der war schon recht unterhaltsam, muss ich sagen. Und die haben sich uns dann ein wenig angeschlossen, beziehungsweise sind uns vorausgelaufen. Wir haben sie dann aber eingeholt und mussten dann feststellen nach, wie weit war das? 14 Kilometer, ich glaube 14 Kilometer waren es, bis zur nächsten offiziellen Etappenziel, also für die ganz gemütliche Variante des Weges eben, im Bridge of Orchy oder Orchy, das weiß ich jetzt nicht so genau. Jedenfalls, da gab es ein Hostel auf dem Bahnhof, also das Bahnhofshäuschen, dieses Verwaltungsgebäude für den Bahnhof. Das haben sie zu einem kleinen Hostel umgebaut mit einfachen Etagenbetten und eine kleine Dusche gibt es wohl auch irgendwo. Das wusste ich schon und hatte denen empfohlen, da doch eventuell einzukehren, weil die einfach in unserem Schneesturm so sehr durchgeweicht sind, dass die wirklich nicht mehr weiter konnten, ohne irgendwie Lebensgefahr zu laufen, weil hinter Bridge of Orchy dann nur noch irgendein Hotel kommt und dann das sogenannte sagenumwobene und schwer gefürchtete Rannoch Moor, das ist so eine der wildesten Gegenden Schottlands, da gibt es tatsächlich überhaupt nichts. Alles eine total flache Einöde, ohne irgendwelchen Schutz. Da kann man entweder nur an einem Tag durchlaufen oder man muss schon wirklich ein Expeditionszelt dabei haben, wenn man da irgendwo zelten möchte. Und selbst dann ist das mit dem Zelten extrem schwierig, weil das komplette Gebiet, abgesehen von der Straße, die durchführt, Straße in Anführungszeichen, nämlich ein Moor ist. Und im Moor zelten, das geht auch mit einem Expeditionszelt nicht so wirklich. Also es mag vielleicht den ein oder anderen ganz kleinen Flecken Wiese geben, an dem man tatsächlich ein Zelt aufbauen kann. Aber geschützt steht es da nicht und das muss dann schon wirklich ein richtig gutes Zelt sein, weil das Wetter über dieses Rannoch Moor pfeift, das habt ihr noch nicht gesehen. Und ich hatte es bis zu diesem Zeitpunkt so auch noch nicht gesehen. Wir hatten Glück, weil das war ein Tag mit gutem Wetter. Unser vierter Wandertag, lass mal denken, mit den Tagen bin ich gerade etwas durcheinander gekommen. Ich denke mal kurz.